So, wir sind jetzt wieder in der Turnhalle. Zwei Geräte sind absolviert. Bis auf Hanna Žičná, die letzte Turnerin am Boden aus der Tschechoslowakei. Doppelsalto etwas stark geöffnet. Einerseits natürlich das Risiko, andererseits vielleicht auch so ein bisschen das fehlende technische Vermögen. Aber man muss eben mit Risiko turnen, will man in der Weltspitze mithalten. Bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft 1987 war sie nicht dabei. Das ist mit anderen Worten wieder ihr erster größerer internationaler Auftritt. Ich glaube auch deshalb ein Comeback der Slowakin. Sie kommt ja aus Brünn, weil es innerhalb der Mannschaft der Tschechoslowakei wohl große Schwierigkeiten gab, hier eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Der Doppelsalto hier in den sicheren Stand, Sie haben es gesehen. Tja, und damit ist der zweite Durchgang beendet. Die Turnerinnen werden jetzt die Geräte wechseln. Hier sehen wir nochmal den Doppelsalto und wie Hanna Žičná ihre Beine so richtig hinter die Ohren zieht, um schneller um die Breitenachse zu drehen. Die ist nun die Doppelschraube, also die Drehung um die Körperachse. Und dann noch einmal in der Zeitlupe die Schlussbahn. Auch hier können wir das nochmal sehr gut erkennen, wie sie versucht, die Körperextremitäten so nahe wie möglich an den Schwerpunkt heranzubringen. Ihr Nachteil ist sicherlich, dass sie relativ groß gebaut ist, 1,57 Meter lange, schlanke Beine. Das alles ist gerade beim Bodenturnen vom ästhetischen Standpunkt her besonders schön. Sie liebt ja Musik und Tanz, wie sie angegeben hat, aber wenn es darum geht, Salti zu springen, hat sie sicherlich größere Probleme als die kleingewachsenen Turnerinnen. Wir hatten das ja angedeutet, sie ist nach dem zweiten Durchgang die letzte Turnerin gewesen. Es kommt jetzt wieder ein Gerätewechsel mit Einturnen. 9 Turnerinnen sind ja in jeder Riege. 30 Sekunden darf sich jede vorbereiten. Hier dauert es also noch gut 5 Minuten, vielleicht auch 6, bis wir dann die Gruppe, auf die wir uns besonderes Augenmerk gerichtet haben, mit unter anderem Daniela Siljevac an den Boden geht. Deshalb für uns Gelegenheit, rüberzugeben ins Leichtathletikstadion, nicht zu Bernd Heller, wie ich vorhin fälschlicherweise gesagt habe, sondern zu Rolf Kramer.